Frage. Ist das schlimm? Hallo zusammen, mein Name ist Faruk Babayev, in Deutschland auch Faruk genannt. Ich bin 29 Jahre alt und aus dem wunderschönen Lübeck. Gebürtig bin ich aus Aserbaidschan. In meiner Kindheit sind wir viel rumgekommen. Wir haben in meinem Geburtsland gelebt, Aserbaidschan, dann Russland, dann wieder Aserbaidschan. Und schließlich sind wir in Deutschland angekommen. Hier geht's ja nur noch hin. Ja? Besser? Ja. Seid vorsichtig heute. Ja. Mein Vater zog mich mit seiner Mentalität groß. In meiner Kindheit prägte er mir viel ein, ein Mann hat sich jederzeit zu verteidigen, damit er nicht zum Opfer der Gesellschaft wird. Weil ist man einmal das Opfer der Gesellschaft, dann trampelt auch jeder auf dir herum. Genau das wollte er vermeiden. Ich persönlich bin auch niemals in der kriminellen Szene tätig gewesen. Das ist auch der Rat, den ich den Jugendlichen geben wollen würde. Sucht euch schöne Hobbys, sucht euch einen Sport, den ihr vielleicht liebt und beschäftigt euch damit. Weshalb ich nie kriminell gewesen bin, ich habe immer an meine Mitmenschen gedacht, vor allem an meine Familie. Es ist nicht schön, wenn du nach Hause gehst und deine Eltern sich für dich schämen. Es ist nicht schön, wenn man das Gesicht vor seinen Eltern verliert. Falls ihr das nächste Mal missbrauchen wollt, denkt an diese Sachen. Denkt an diese Sachen, denkt daran, was würden eure Eltern über euch denken. Wären sie stolz auf euch? Stellt euch diese Frage. Klar, jeder Mensch im Leben baut Mist. Ich habe ebenso viel Mist gebaut. Ich habe mich draußen geprügelt. Das gehört halt zu einer Jugend dazu. Aber ich habe nie einen Menschen derartig verletzt, dass seine Familie dadurch auch einen Schaden genommen hat. Denkt an die Familienmitglieder. Jeder Mensch hat in seiner Familie Leute, die ihn lieben. Eine Mutter, die den Sohn liebt oder die Tochter liebt. Ein Vater, der sein Kind liebt. Das nächste Mal, wenn ihr in Konfliktsituationen gerät, denkt bitte an solche Sachen. Schützt euch selbst, aber das heißt nicht, dass ihr jemanden wehtun müsst oder derartig verletzen müsst. Beachtet nicht die Kamera. Konzentriert euch. Und eins. Halten. Diejenigen, die fasten, ihr dürft Arschrunde machen. Mach deine Arschrunde, du fasst. Halten, halten. Держаться надо. Руки длинные делай. А? Давай, держи. Вот халь. Давай, пожалуйста, Aktivitäten im Leben sind sehr wichtig. Für mich war Kampfsport das Richtige. Kampfsport änderte vieles in meinem Leben. Ich fing mit 8 oder 9 Jahren mit dem Jiu-Jitsu an. Nicht zu verwechseln mit dem Brazilian Jiu-Jitsu. Es hielt nicht lange. Ich wollte zum Judo, da war kein Platz. Also hörte ich nach einer kurzen Zeit mit dem Jiu-Jitsu auf. Irgendwann mal wechselte ich dann im Laufe der Jahre zum Kraftsport und zum Ringen. In Aserbaidschan ist das Ringen Volkssport, Nationalsport. Also dachte ich mir, irgendwann mal muss ich das auch machen, damit mein Vater vielleicht stolz auf mich ist. Also tat ich das auch. Es lief auch sehr gut. Ich war erfolgreich in dem, was ich tat. Irgendwann mal war das mir zu einseitig. Also fing ich mit 16 oder 17 mit MMA an. Ich wollte ein bisschen mehr. Ich wollte hauen, schlagen, treten und werfen. Etwas mehr als das Ringen. Angefangen mit dem MMA und kurze Zeit daraufhin fingen die ersten Wettkämpfe sofort an. Im Grappling, im Amateur-MMA, auf den Matten. Ich bin ein Mensch gewesen, der sich gerne mit anderen gemessen hat. Im sportlichen Sinne. Ein großer Ansporn für mich war immer mein Vater. Mein Ziel war es, nicht die anderen Menschen zu beeindrucken, sondern nur, dass mein Vater auf mich stolz ist. Meine Mutter war nie ein großer Fan davon. Sie ist kein Fan vom Kämpfen und Gewalt. Gewalt würde ich das Ganze nicht so nennen, weil es ist auch Sport. Die andere Hand deckt das Kind. Eine Hand geht lang. Schultern der Kopf an das Kind. Bub. Bub. Aufstehen. Bub. 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 Schön halten, ja, doch. Gut siehst du aus.
Ihr habt noch ein bisschen. Schön gerade bleiben, schön gerade bleiben. Fällt den Mann an euch ran. Hände zu und ohne Daumen greifen. Die Hälfte ist geschafft. Wie eben schon vom Kampfsport gesprochen. Und jeder Kampfsportler kommt irgendwann mal dazu, an einer Competition teilzunehmen. Wettkämpfe. Was bedeutet, an Wettkämpfen teilzunehmen? Wettkämpfe bringen vieles mit, was viele von außen gar nicht verstehen oder nicht fühlen können. Ein Wettkämpfer bereitet sich mehrere Wochen lang auf einen Kampf vor. Was passiert in der Zeit? In dieser Zeit fängt ein Kämpfer an, mit sich selbst zu kämpfen. In erster Linie. Es ist ein mentaler Kampf mit sich selbst. Man hinterfragt viele Sachen. Für was tue ich das? Weshalb brauche ich das? Muss ich das tun? Und er zieht das durch. Das ist der erste große Kampf. Ist der Geist stark genug und ist der Wille vorhanden, so kann die Competition kommen. Wenn das Wettkämpfen so leicht wäre, dann würden das viele tun. Viele sprechen gerne darüber, was für Kämpfer sie sind oder wie gern sie wettkämpfen würden. Aber ich sehe selbst, dass viele nicht in der Lage sind, das zu tun, weil es halt nicht so leicht ist. Diese Menschen haben den größten Respekt verdient, weil sie etwas tun, was nicht jeder tun kann. Also zollt diesen Menschen auch diesen Respekt und schraubt nicht alles runter. Geht jetzt hier Belly Mount. Warum rum? Da will man ihn nicht haben. Der ist stark. Das könnte schnell enden, wenn René hier sich nicht ein bisschen intelligenter verteidigt. Und das war's. Gewonnen. Das war der Kampf. Bin ich mit dem rechten Bein vorne, nutze ich die rechte Schulter. Links vorne, bumm, damit ich reinkomme. Reinkomme, erstmal reinkomme. Aus der Position, die bewegen, die bewegen, Weiter, aber du musst ihn schon drehen. Auf die Knie direkt hoch. Bruno, komm mal her. Ich zeig dir das dann. Du ziehst ihn runter, ja? Bumm, bumm, hast du hier zugemacht. Bumm. Ich versuche mich Richtung zu drehen. Mit dem Fuß in die Richtung. Die meisten Menschen sind unehrlich zu sich selbst. Im Grunde tun sie etwas, was anderen vielleicht gefällt, aber nicht sich selbst. Wie wäre es, wenn die Menschen mal ehrlicher zu sich selbst wären, etwas tun würden, was ihnen wirklich Spaß bringt? Es ist egal, ob Gitarre, ob Fußball, ob Basketball. Es ist egal. Solange es dir gefällt, dann mach es. Tu nichts, was anderen vielleicht gefällt. Tu nichts für andere. Tu eine Sache, die dir gefällt. Tu etwas für dich selbst. Damals konnte man sich nicht so leicht als jemand darstellen, der man eigentlich nicht ist. Man hatte nicht einfach die Mittel dafür. Ja? Ich stieg das erste Mal als 18-Jähriger in den Käfig und bestritt meinen ersten Profikampf da. Ich kämpfte gegen einen erwachsenen Mann, wo ich mir dachte, hey, er ist 26, ein erwachsener Mann, groß und stämmig gebaut. Aber ich ging da rein, weil ich es wollte. Ich hatte kein Instagram. Ja, es ist nicht schlimm, ob jemand Instagram benutzt. Aber man sollte sein Leben nicht nach Instagram richten. Und jetzt überleg mal, ein 18-Jähriger steigt in einen Käfig, kämpft gegen einen erwachsenen Mann. Es gab kein Fame, es gab kein Geld, es gab keine Leute, die kamen und dich beklatscht haben und gesagt haben, hey, wow, super. Der Einzige, der mir gesagt hat, hey, gut gemacht, das war mein Vater und die engsten Freunde. Also tat man das für sich selbst. Man ging da rein für sich selbst, nicht für andere. Damit meine ich im Grunde, tut nichts, wie schon erwähnt, für eure paar Follower, weil sie das vielleicht liken würden. Tut etwas, was ihr vielleicht selbst liked, also selbst mögt. Das wäre das Richtige. Ich bin tierisch stolz auf die MMA-Entwicklung in Deutschland. Ich hatte gerade erwähnt, meinen ersten Profikampf hatte ich mit 18. Das war damals so, wir waren unten in 20 Quadratmetern mit 20 Mann. Wir konnten uns kaum bewegen, haben uns dort warm gemacht. Es gab kein Geld, wie schon erwähnt. Und was war? Wir haben uns warm gemacht, sind hochgegangen, es gab ein paar Zuschauer. Wir haben gekämpft im Käfig. Es wurde applaudiert, die Leute fanden das geil und dann ging es nach Hause. Heute ist es so, ganz großes Rampenlicht. Mehrere tausende Zuschauer. Es gibt Gagen.
die nicht in Ordnung sind, aber es gibt sie. Es gibt geiles Videomaterial, geile Fotografen, also geile Bilder und geile Locations. Die Barclays Arena wurde sehr oft gebucht. Dort habe ich auch schon teilgenommen und bin stolz auf die Entwicklung deshalb. Atmet mit der Nase, niemals mit dem Mund. Schön, Kind, Mund. Sprott. Eins, zwei, drei, Sprott. Wenn ihr geht, heißt es nicht, dass man die Deckung runternehmen muss, ja? Wenn ihr im Kampf seid, werde ich auch gehen. Ja, es betrifft zwar manche, aber diejenigen müssen es wissen. Wenn ich rede, sollt ihr mich auch nicht angucken, sondern nur zuhören. Nur zuhören. Weil wenn ihr im Kampf mich anguckt, tut es auch weh. Wenn ich zurückjab, muss er nicht raus. Also, gib ihm meinen Jab zurück. Eins. Ich wünsche mir von den Neueinsteigern in diesem Sport, dass sie sich wenig auf Tapology und Sharedog-Accounts konzentrieren. Das sind Datenbänke, wo Profikämpfe aufgezeichnet sind. Ja, ich habe auch 3 Accounts. Und wen juckt es? 2 habe ich zusätzlich bekommen, weil man meinen Namen falsch geschrieben hat. Aber das juckt keinen. Kämpft für euch selbst, nicht für etwas anderes und findet euren Spaß daran. Zusätzlich würde ich mir für die Zukunft wünschen, dass man den Amateurbereich im Bereich MMA weiter fördert und dass die Amateure sich weiterentwickeln. Dass es in der Zukunft keine Profikämpfer mehr gibt, wo man sagt, hey, der hat keine Amateurkämpfe bestritten. Das hört sich immer scheiße an. Ja, man ist kein Profi, wenn man keine Amateurlaufbahn hat. Und da gibt es mittlerweile einige, die sich Profi nennen, ohne eine Amateurlaufbahn. Das hört sich scheiße an. Wir haben uns jetzt über unseren Sport unterhalten. Und mein letzter Profikampf fand im Januar 2018 statt. Seither stieg ich nicht mehr in den Käfig. Viele meiner Bekannten fragten mich, hey, warum kämpfst du nicht? Wie wär's denn mal wieder? Nicht falsch verstehen. Es waren nur die Bekannten, die mich gefragt haben. Ich bin kein Star oder derartiges. Ich habe in den letzten Jahren zwar keine Kämpfe mehr im Käfig bestritten, aber umso größere Kämpfe hatte ich dann mit dem Leben vor mir. Und ich hoffe, ich kann einige Menschen, die im Loch sitzen, dazu motivieren, wieder aufzustehen mit meiner Lebensgeschichte. Der Herr ist mein Zeuge. Wenn ich Mitleid von irgendwem gewollt hätte, dann würde jeder schon vorher gewusst haben, wie es mir eigentlich geht. Nur meine Familie und meine Freunde wussten eigentlich, wie es mir geht. Der einzige Grund, weshalb ich offen heute darüber sprechen kann, ist, dem Herrn sei Dank, ich fühle mich gut. Ich habe keine einzigen Beschwerden. Ich würde niemals hier erkrankt sitzen und euch erzählen, wie scheiße es mir geht. Das sollte man nicht tun und das werde ich auch nicht tun. Ich bin in einer kleinen Stadt groß geworden, wo die Menschen sich untereinander alle kennen. Viele dieser Menschen wussten, dass ich Sportler bin und wissen, dass ich Sportler bin. Nicht, weil ich berühmt bin. Die Stadt ist einfach klein und man kennt sich untereinander. Was denkt man über einen Sportler? Dieser Mensch ernährt sich gesund. Dieser Mensch ist fit. Dieser Mensch ist körperlich stark. Aber keiner dieser Menschen weiß, wie es ihm eigentlich tatsächlich geht. Sie sehen nur das eine. Doch Sportler sein heißt nicht, dass man unbesiegbar ist. Von 2012 bis 2020, was viele nicht wissen, lag dieser Sportler, der ich ja eigentlich bin, jedes Jahr im Krankenhaus. Jedes Jahr. Und nicht nur für 2-3 Tage, für mehrere Wochen. Und nicht nur, weil ich Fingerwehwehchen hatte. Es ging um vieles mehr. Ich habe all die Jahre wie ein Versuchskaninchen mich mit jeglichen Medikamenten geschlagen. Jegliche Therapien hinter mir, die nicht gewirkt haben. So viel Schmerzen auch hinter mir. Und das wusste keiner. Sollte ja auch keiner wissen. Es geht ja nur um mich in dem Falle. Jedes Jahr verlor ich eine Menge an Gewicht, welche ich dann mit Stärke, mit der Willensstärke wieder aufbauen konnte. Mein Blutbild war enorm schlecht. Die Ärzte fragten mich jedes Mal, wie kannst du überhaupt auf den Beinen stehen? Auf meine gesundheitliche Erkrankung werde ich spezifisch nicht eingehen. Ich hatte eine chronische Erkrankung. Im 2018, im Sommer, hatte ich die schlimmste Phase meiner Erkrankung.
In diesem Jahr bestritt ich im Januar noch einen Profikampf. Das war der letzte Kampf, den ich bestritten hatte. Was meine Trainingspartner in der Zeit nicht wussten, ist, dass es mir richtig scheiße ging. Ich nahm meine täglichen Medikamente ein, die nahm ich 10 Jahre ein. Dazu kam, dass ich Schmerzmittel, sehr starke Schmerzmittel eingenommen habe und zusätzlich Cortison. Damit ich einfach diesen Kampf zu Ende bringen kann, den ich angenommen hatte. Schließlich konnte ich ja nicht absagen, ich habe das angenommen. Falsches Ego. Glücklicherweise konnte ich den Kampf gewinnen, konnte dann nach Hause. Aber das ganze Theater ging nicht zu Ende. Ich hatte dann von Januar bis März dieses Problem mit meinem Schub. Ich hatte 3 Monate lang weiterhin Schmerzen. Ich verlor dann wieder mein Gewicht, war dann täglich wieder bei den Ärzten. Und aus dem Nichts ging es mir wieder gut. Also was heißt gut? Ich kam wieder zu mir langsam. Wieder aus dem Nichts. Der Schub hielt 3 Monate. Ich dachte, alles gut und schön. Dann kam Juli, ein paar Monate später. Aus dem Nichts verlor ich innerhalb einer Woche 10 Kilo. Das war der Anfang. Ich landete wieder im Krankenhaus, wie gewohnt. Das war für mich schon nichts Neues. Ich hatte schon alle Krankenhäuser durch. Ich habe sie in Lübeck durch, aber ich will die Namen nicht erwähnen. Ich habe sie in Neustadt durch, in Hamburg durch, wo auch immer. Ich lag wieder im Krankenhaus. In dieser Zeit habe ich gelernt, was es heißt zu kämpfen. Ja, das Kämpfen im Ring oder Käfig, auf der Matte. Ich habe überall gekämpft. Diese Kämpfe waren die leichtesten Kämpfe. In dieser Zeit habe ich gelernt zu kämpfen. Ich lag für mehrere Monate im Krankenhaus. Für mehrere Monate. Ich verlor in dieser Zeit 25 Kilo. Ja, ich bin 1,80 groß und hatte da 52 Kilo. 52 Kilo um und bei. Ich konnte mich im Spiegel nicht mehr ansehen. Meine Blutwerte waren echt im Arsch. Ich bekam permanent Blutinfusionen von irgendwelchen Leuten. Ich konnte nicht richtig reden. Ich konnte nicht auf den Beinen stehen. Ich war bettlägerig. Ich war bettlägerig, ich konnte noch nicht mal richtig essen. Also selbstständig essen ging nicht. Dabei half mir meine Mutter. Sie half mir beim Essen, weil ich selbst nicht hinbekomme. Ich konnte mich noch nicht mal waschen. Da half sie mir auch. Im Grunde konnte ich nichts alleine. Ich lag einfach nur da, wurde mit Schmerzmitteln über Monate zugepumpt, schaute regelmäßig in die Leere und peilte noch nicht mal, wenn jemand mich besucht hatte, was da gerade abgeht. Weil ich nicht mehr richtig bei dem Bewusstsein war. Eines Tages fiel ich dann ins Koma. Und da meine Mutter sich das Ganze ansehen wird, wird sie sich wahrscheinlich daran erinnern. Ich fiel ins Koma und ich schwöre, der einzige Mensch, den ich gehört habe, das war meine Mutter. Ich erinnere mich sonst an nichts. Ich habe meine Mutter weinend gehört. Und ich habe ihr auf Aserbaidschanisch gesagt, ich werde zurückkommen. Mir wird es wieder gut gehen. An weiter erinnere ich mich nicht. Ich erinnere mich noch daran, ich bin aufgewacht in der Intensivstation, an den Geräten angeschlossen. Weißt du, wie das sich anfühlt, wenn die Krankenschwester kommt, du nackt da rumliegst? Das ist 4 Jahre her, da war ich 25. Du liegst da nackt, sie zieht die Decke weg, sie legt dir einen Eimer hin, du kannst noch nicht mal selbstständig aufs Klo. Du musst in den Eimer dein Geschäft machen. Sie steht daneben. Du machst das. Sie packt den Eimer weg und sie säubert dich dann. Du bist doch der körperlich starke Sportler, was jeder von dir denkt. Ein Scheiß bist du, Mann. Dann liegst du da. Eine Frau, die du nicht kennst, macht dich sauber. Du kannst noch nicht mal aufs Klo. Weißt du, wie das sich anfühlt, wenn du für deinen jüngeren Bruder der Starke sein willst? Wo du willst, dass er sich nach dir richtet. Aber er derjenige ist, der dich im Rollstuhl rumfährt, weil du noch nicht mal in der Lage bist, auf den Beinen zu stehen, weil du das noch nicht mal hinkriegst, nicht mal in der Lage bist, zu reden. Monatelang war ich dann da. Und
ich sah mit der Zeit keine Besserung. Ich sah mit der Zeit keine Besserung und hatte schon den Tod akzeptiert. Weil ich lag Monate da, ich sah keine Besserung, keine Therapie wirkte. Und ich fing an, die Schahada auszusprechen. Das ist im Islam die Glaubensanerkennung. Die spricht man aus, wenn man diese Welt verlässt. Ich habe sie regelmäßig ausgesprochen, weil ich den Tod akzeptiert habe. Ich dachte, es wird nicht mehr lange dauern. Ich habe es aber akzeptiert. Was ich noch wollte, ist, dass man mich nur entlässt, dass ich zu Hause dann bin, bei meiner Familie und meine Ruhe habe. Nach ein paar Monaten hat man mich dann entlassen. Ich durfte zurück zu meiner Familie, war dann zu Hause, war glücklich. Ne? Mir ging es scheiße, aber ich war glücklich. Meine Eltern wollten nicht Ruhe geben. Meine Mutter hatte dann eine Mediziner aus Nürnberg gefunden und sie meinte, wir werden alles versuchen. Wir sind nach Nürnberg und der Mann konnte eine Therapie an mir anwenden, die tatsächlich zu der Zeit geholfen hat. Geholfen in welchem Sinne? Ich kam langsam, Stück für Stück wieder zu mir. Ich war motiviert, ich habe sie mir angeguckt. Meine Mutter hat sehr viel geweint. Also musste ich zurückkämpfen. Das tat ich. 2019, Januar. Langsam ging es mir wieder besser, aufgrund der neuen Therapie. 2019, Sommer, hatte ich dann wieder meine 25 Kilo drauf und ich wagte mich wieder zurück in die Gesellschaft. Davor habe ich mich geschämt, vor den Leuten zu treten, weil ich konnte mich im Spiegel nicht ansehen. Also ging ich wieder raus. 2019, August, zog ich dann nach Hannover. Dort fing ich an, meinen Gesundheitswert zu machen. Ich wollte wieder zurück ins Leben. In Hannover gibt es ein super starkes Gym, super Leute, super Gastfreundschaft dort. Die haben mich freundlich aufgenommen. Ich fing dort an zu trainieren. Ich war selbst wieder im Training. Ich habe täglich trainiert. Ich habe 6 Wochen trainiert. Was habe ich nach den 6 Wochen gesagt? Ich habe gesagt, hey, ich will mich lebendig fühlen. Also tu das, was du liebst. Das habe ich getan. Ich bin auf die Matte gegangen. Es gab ein kleines Turnier. Dort habe ich gekämpft. Ich habe 3 Kämpfe bestritten. Ich habe sie gewonnen. Ich war mehr glücklich darüber, dass ich wieder im Leben angekommen bin. Nicht über die Siege. Ich habe mich wieder normal gefühlt. Das Jahr war wundervoll. 2019 war das erste Jahr, wo ich nicht im Krankenhaus lag. Ich war viel mit meiner Familie. Ich habe diese Zeit genossen. Ich wusste sie zu schätzen. Wir sind viel verreist. Ich habe in diesem Jahr meine jetzige Ehefrau kennengelernt. Und das Jahr endete wundervoll. 2020. Ich dachte, alles ist gut. 2020, Mai. Ich merke, irgendwas stimmt wieder mit mir nicht. Ich habe wieder Schmerzen. Ich denke mir, nein, nicht wieder. Und ich merke, es fängt von vorne an. Ich merke, ich verliere wieder Gewicht. Ich merke, ich habe wieder täglich Schmerzen. Ich gehe zum Arzt, Kontrolle, Untersuchung. Und dann gibt er mir seine Antwort. Er guckt mich an und sagt, ich gebe Ihnen 8 Monate. 8 Monate noch. Und dann war es das. Dann sitzt du da und denkst dir, du hast schon einmal den Tod akzeptiert. Und jetzt hörst du wieder sowas. Das ist im ersten Moment etwas hart. Aber du musst dagegen kämpfen. Man schaut, was kann man machen. Ja, was kann man machen? Ich musste wieder ins Krankenhaus. Man entfernte mir den ganzen Dickdarm. Nach der ersten Operation, die ziemlich lang ging, ich war da 8 Stunden, 10 Stunden in der Narkose. Ich bin aufgewacht, wieder Schmerzen, wieder 3 Wochen Krankenhaus. Die erste OP war nicht erfolgreich. Ich musste wieder operiert werden nach 3 Tagen. Die hat geklappt. Dieses Mal kam aber etwas dazu. Ich hatte Schmerzen und all das schon alles hinter mir. Aber dieses Mal hing einfach mein Dickdarm, also ich hatte keinen Dickdarm mehr. Dieses Mal hing einfach ein Darm aus meinem Bauch heraus und ich konnte nicht mehr wie ein üblicher Mensch auf die Toilette gehen. Jetzt stell dir mal vor, ich bin doch der Sportler, ja? Körperlich starker Sportler. Aber nein, schau mich an. So, ich konnte nichts machen. Ich war wieder schwach. Wieder Krankenhaus. Das Übliche, was ich schon kannte. Aber das mit dem Darm aus meinem Bauch, welcher rausschaute, war mir neu. Das war eine neue Phase für mich.
Ich lernte neue Sachen kennen. Ich musste meinen Darm täglich mir ansehen. Ich musste ihn täglich säubern. Das war nicht so. Ich musste jedes Mal, also in einem Beutel entleeren, der hat von alleine gearbeitet. Ja, es hing ein Beutel an meinem Bauch, mein Darm hing raus. Das ging 4 Monate. Kein Mensch wusste das. Ich verkriechte mich zu Hause, habe mich wieder von der Gesellschaft versteckt. Ja, es waren lange Nächte. Ich konnte nachts nicht schlafen, weil das Ding arbeitete von alleine. Ich musste den Beutel wechseln, das Stoma wechseln, reinigen und. Das war viel Arbeit für mich, seelische Arbeit für mich. In vielen dieser Zeiten fiel ich auch in eine Depression, eine kleine Depression, und hatte mit mir selbst zu kämpfen. Ich redete mir immer ein, hey, du bist gerade unzufrieden mit dir, also tu was dagegen. Bleibe stark, mach was dagegen, auch wenn es schwer ist. Glücklicherweise kam dann eine Operation, auf die ich mich sehr gefreut habe. Die fand 4 Monate später statt. Die Rückverlegung von dem Ganzen. Man versetzte den Darm, der nach draußen hing, wieder nach innen und verbindete das Ganze mit einem künstlichen Enddarm. Dann musste ich wieder 3 Wochen im Krankenhaus bleiben. Und man wollte gucken, ob das Ganze klappt oder nicht. Ich hatte das Glück, dass das Ganze geweckt hat. In dieser Zeit hatte ich wieder Schmerzen und alles und hatte wieder 15 Kilo abgenommen. Mein Gewicht ist permanent hoch und runter gegangen. Jedes Mal. Ja, 2020 habe ich dann mir von Neuem gesagt, weißt du was, du musst wieder auf die Beine. Du bist ein paar Mal gefallen, was machst du, wenn du fällst? Du musst aufstehen. Also steh auf. Klar, ich wollte nicht vor die Leute. Ja, ich habe mich ein bisschen versteckt von der Gesellschaft, aber habe mit mir selbst gekämpft. Ich habe viel mich bewegt. Ich habe versucht, etwas Sport zu machen, einen freien Kopf zu bekommen. Sport in dem Sinne, ich konnte ja nicht viel machen. Ich konnte mich kaum bewegen, weil ich hatte so viele Sachen hinter mir. Ich habe das alles durchgezogen bis Sommer 2020. Ja, Juni 2020 habe ich mich wieder im Spiegel ansehen können. Aber nur, weil ich im Geiste bereit dafür war. Ich hatte mir wieder ein Gewicht aufgebaut, ich konnte mich im Spiegel ansehen und ich konnte sogar wie die üblichen Menschen auf die Toilette gehen. Nicht mehr aus dem Bauch, ne? Der Beutel war ja weg. 2020, August, wir sind gerade hier im Gym, habe ich angefangen als Trainer hier zu arbeiten und leite in Lübeck mittlerweile den MMA-Kurs. Ich habe mittlerweile über 20, 30 Schüler, die regelmäßig bei mir im Training teilnehmen. Ich habe Wettkämpfer und ich fühle mich wieder in Leben zurück angekommen. Chris, ach, du kommst zu mir. Danke, Paul. Denk dran, Männer. Kein Ego-Scheiß hier. Schön technisch, ja? Technisch! Los geht's! Ich weiß, es gibt Menschen, die haben härtere Kämpfe als ich bestritten. Oder auch leichtere Kämpfe als ich bestritten. Mit dem Ganzen möchte ich einfach nur sagen, das ganze Leben kann ein Kampf sein. Und egal welchen Kampf du vor dir hast, kämpfe ihn. Kämpfe ihn. Ja? Ring gehen, in den Käfig steigen oder auf die Matte. Das sind noch die leichten Kämpfe. Aber im Leben musst du bereit sein zu kämpfen. Wenn du im Geiste dafür nicht bereit bist, wirst du nicht aufstehen können. Und wer fällt und liegen bleibt, wird große Probleme haben. Wenn ich das geschafft habe, ich habe das ein paar Mal geschafft, dann kannst du das auch schaffen. Dann kann das jeder schaffen. Ich bin auch nur ein Mensch wie du. Ich bin nichts Besonderes, nur weil ich vielleicht seit meiner Kindheit Sport treibe. Deswegen bin ich kein Kämpfer. Sei du ein Kämpfer fürs Leben.